Ich bin Jana, 21 Jahre alt und jetzt schon seit 11 Jahren an ME/CFS erkrankt. Ich würde sagen, ich bin im schweren Stadium, weil ich tatsächlich täglich 20 bis sogar 24 Stunden komplett allein im abgedunkelten, ruhigen Raum liegen muss. Mein Leben hat sich komplett um 180 Grad geändert. Davor war ich ein selbstständiges, gesundes, sportliches Kind und mit den Jahren wurde mir einfach immer mehr genommen, sei es Hobbys, Freunde auch und natürlich auch meine komplette Selbstständigkeit. Ich kann nicht mehr Auto fahren, ich kann nicht mal mehr mir selbst Essen oder Trinken machen, also ohne meine Mama, ohne die Pflege auch würde ich einfach verhungern und verdursten. Ich kann keine Gläser mehr heben, keine Flaschen mehr öffnen. Meine Mama muss mir auch jedes Essen klein schneiden und dann hier hochbringen. Also letztendlich wurde mir alles genommen, was ein Leben ausmacht. Ich würde sagen, der komplette Alltag ist eine Herausforderung. Wenn man sich einfach überlegt, dass selbst Duschen nur noch einmal wöchentlich machbar ist und eine absolute Tagesaufgabe ist und sogar zu einer Zustandsverschlimmerung führt. Deshalb habe ich mir auch die Haare abgeschnitten zum Beispiel, weil es einfach so viel erleichtert. Und sonst natürlich wirklich teilweise 24/7 hier im Dunkeln alleine liegen zu müssen, vom Körper gequält zu werden, den Zustand aushalten zu müssen, sich teilweise auch nicht mal mit nichts wirklich ablenken zu können, weil selbst das Handy einfach zu anstrengend ist oder man nicht mal mehr Menschen erträgt. Das finde ich schon sehr hart. Bei mir sind tatsächlich viele Symptome stark ausgeprägt. Seien es jetzt die Schmerzen, die ich wirklich 24/7 seit 11 Jahren habe, wo keine Schmerzmittel helfen. Die massive Erschöpfung, die auch 0,0 mit einer von Gesunden zu vergleichen ist. Man wacht wirklich auf, fühlt sich vom Zug überrollt. Selbst die paar Meter zum Klo fühlen sich wie ein Marathon an. Dann auch die Reizüberempfindlichkeit. Jedes Licht überfordert mich. Auch Gespräche ertrage ich einfach gar nicht mehr. Und natürlich einfach, dass man für alles danach büßen muss. Selbst wenn ich das hier jetzt gerade mache, muss ich dafür dann die nächsten Tage einfach schon wieder büßen. Heißt, eine Zustandsverschlimmerung kommt, und man muss einfach tagelang sich dafür ausruhen, in der Hoffnung, dass es überhaupt noch mal besser wird. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass einfach endlich die Krankheit bekannter wird, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass sie auch einfach endlich mal ernst genommen wird, wir wirklich ernst genommen werden mit den ganzen Symptomen, dass wir uns nicht mehr alleine fühlen müssen, dass wir Unterstützung bekommen, dass auch die Forschung vorankommt, und dass natürlich dann endlich mal alle Betroffenen, ganz schnell gesund werden und endlich wieder ein Leben haben.